herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Eva und ich möchte euch heute erstmal ganz kurz eine Entschuldigung da lassen, dass mein Weekend Forever am Montag ausgefallen ist und dass ich Sonntag auch gar nicht gestreamt habe. Das hat die gleichen Gründe wie die Tatsache, dass ich hier in einer anderen Location sitze, aber diese Location ist pink, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm. Und sie ist flauschig. Flauschig ist sie auch. Nein, ich möchte euch heute meine Neuzugänge aus dem Monat... welchen Monat haben wir denn? Aus dem Monat Mai vorstellen. Aus dem Monat Mai. Und das ist tatsächlich gar nicht so viel, aber es ist was Buchiges dabei. Und ganz kurz, nicht wundern, ich blende euch hier jetzt erstmal kurz meine Neuzugänge aus dem April ein. Die habe ich nämlich auch gar nicht veröffentlicht und es handelt sich auch nur um DVDs. Aber ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß damit und wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich kann schon mal so viel sagen. Wer meine anderen Videos verfolgt, der hat in einem der letzten Weekend Forever diese Filme schon mal gesehen. Es sind 4 Stück, die eher spontan bei mir eingezogen sind. Und Bücher gibt es tatsächlich gar keine im Monat April. Das überrascht mich tatsächlich ein bisschen, aber ich bin auch ein bisschen froh darüber, denn mein Sub, der in diesem Regal steht, quillt eh schon über. Im wahrsten Sinne des Wortes, das Regal ist voll. Hier stehen auch noch tatsächlich Subbücher rum, die eigentlich in das Regal gehören und ich muss hier dringendst aufräumen. Naja, mein Sub bleibt schön niedrig, aber kommen wir zu den Filmen. Ich war nämlich spontan bei Mediamarkt und ich war eigentlich wegen einem Film da. Wegen einem. Und zwar wegen... Nein, gar nicht. Und zwar wegen diesem hier. Das ist... Die Insel der besonderen Kinder. Das ist eine Tim Burton-Verfilmung. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children. Die Insel der besonderen Kinder auf jeden Fall. Und... ja, wegen Tim Burton wollte ich diesen Film tatsächlich haben und weil es sich um eine Buchverfilmung handelt. Das Hörbuch dazu von Ransom Riggs habe ich tatsächlich gehört. Das ist übrigens gelesen von Simon Jäger. Richtig geil, kann ich empfehlen. Hier oben findet ihr jetzt übrigens auch den Link zu einer Rezension dazu. Alles andere natürlich auch immer unten in der Infobox. Da dürft ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, diesen Film habe ich wegen Tim Burton geholt, denn... ich muss, beziehungsweise wenn dieses Video online kommt, musste ich bereits ein Referat über Tim Burton, über den Regietypen, halten. Und ich dachte mir, das kann ich doch ganz gut anhand eines Films von ihm machen. Und weil ich hier die Buchgeschichte schon zu kenne, habe ich mich für diesen Film entschieden. Und ich bin gespannt, wie dieses Referat geworden ist. Aber ich lese euch erstmal vor, worum es in diesem Film eigentlich geht. Von dem visionären Regisseur Tim Burton kommt basierend auf dem Bestsellerroman ein unvergessliches und bildgewaltiges Fantasy-Abenteuer auf uns zu. Als der 16-jährige Jake verschiedene Hinweise findet, die Realität und Zeit auf rätselhafte Weise auf den Kopf zu stellen scheinen, entdeckt er einen geheimen Zufluchtsort für Kinder mit außergewöhnlichen Fähigkeiten, die Insel der besonderen Kinder. Jake und seine neuen Freunde, wie die schwebende Emma und der unsichtbare Millard, müssen sich unmittelbar drohenden Gefahren stellen und vermeintlich übermächtige Feinde bekämpfen, um eine Welt zu beschützen, die genauso besonders ist wie sie selbst. Wer das Buch kennt, der merkt schon, schwebende Emma? Na? Was haben sie da verdreht? Also der Inhalt scheint ein bisschen verdreht worden zu sein. Ich bin wirklich, wirklich, wirklich gespannt auf diesen Film. Da kann allerdings der Regietyp ja nichts für, sondern eigentlich mehr der Drehbuchautor. Naja, wenn ich diesen Film gesehen habe, bekommt ihr natürlich auch eine Rezension. Bleibt dran, dann seht ihr, wenn diese Rezension online kommt. Oh Gott, ich habe es nicht mehr mit dem Reden. Weiter zum nächsten Film und das ist der, den ich gerade schon in der Hand hatte, fälschlicherweise. Fantastische Tierwesen. Und wo sie zu finden sind. Diesen Film habe ich tatsächlich im Kino verpasst. Weil ich eigentlich mit meinem Freund rein wollte, aber mein Freund wollte nicht mit mir rein, weil er diesen Film einfach nicht gucken wollte. Wie kann man diesen Film nicht gucken wollen? Er spielt im Harry Potter-Universum. Das ist tatsächlich ein Buch, das ich auch noch lesen wollte. Es gibt noch so viele Harry Potter-Sachen, die ich lesen will. Wie zum Beispiel Das verfluchte Kind. Ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt. The Cursed Child. Will ich ja auch noch lesen und ich will so viel lesen. Und ich glaube, das spiegelt ziemlich, weil das noch alles original einverpackt ist.
Nee, und dann hat witzigerweise mein Freund aber gesagt von wegen, hey, wenn du den Film da hast, können wir ihn ja gucken. Zu dem Zeitpunkt hatte ich den Film noch nicht da. Und dann haben wir bei Netflix geguckt, hat ihn natürlich nicht. Dann haben wir bei Amazon Prime geguckt, hat ihn, kostet aber 15 Euro oder so. Und ich zahle ja kein Geld auf Prime für einen Film, den ich genauso gut auf DVD kaufen kann, um ihn mir ins Regal zu stellen. Da bin ich ja sehr pragmatisch. Und dieser Film, gut, hat jetzt 13,50 Euro gekostet. Aber, weil mein Freund gesagt hat, wenn du ihn hast, können wir ihn gucken. Habe ich ihn jetzt gekauft und das heißt, ich darf ihn bald mit ihm gucken. Noch haben wir es nicht getan, aber ich bin gespannt, wie er dann wird, weil ich freue mich schon total drauf. New York, 1926. Etwas Geheimnisvolles streift durch die Straßen, hinterlässt eine Spur der Verwüstung und droht die Gemeinschaft der Zauberer aufzudecken. Als Newt Scamander dort eintrifft, hat er gerade eine weltweite Exkursion abgeschlossen, mit der er magische Tierwesen erforschen und retten will. Doch als der ahnungslose Nomarch Jacob Kowalski aus Versehen einige von Newts Tierwesen freilässt, muss eine Gruppe ungewöhnlicher Helden die verschwundenen Geschöpfe wiederfinden, bevor diese in ernsthafte Gefahr geraten. Durch ihre Mission gerät die Gruppe allerdings auf Kollisionskurs mit dunklen Mächten. Ich finde es auf jeden Fall sehr interessant, dass das einfach mal im Harry Potter-Universum spielt, weil irgendwie könnte das creepy werden, weil man hat ja so gewisse Ansprüche daran und ich weiß nicht, ob dieser Film diese Ansprüche auch erfüllen kann, aber dazu dann mehr in meiner Rezension, wenn ich den Film geguckt habe. Ihr merkt schon, ich neige dazu, zu allen Filmen, die ich gucke, Rezensionen zu machen. An dem nächsten Film konnte ich einfach nicht vorbeigehen und ich habe ihn auch im Kino verpasst und ich habe ihn einfach noch nicht geguckt und es ist dieser tolle Film hier, Findet Dory. Findet Dory ist natürlich eine halbe Fortsetzung von Findet Nemo und Findet Nemo war so ein süßer Film und er ist so ein toller Disney-Film und dies ist natürlich auch ein Disney-Film und Disney-Filme sind einfach ein Muss. Und deswegen musste Findet Dory auch in mein Regal, weil ich es einfach nicht im Kino gucken konnte. Oh mein Gott, warum verpasse ich eigentlich immer so viele tolle Filme im Kino? Ich weiß es nicht. Mit Disney's Pixar's Animationshit Findet Dory gelang den Oscar-prämierten Machern von Findet Nemo ein grandioses, witziges Wiedersehen mit einigen der beliebtesten Charaktere der Filmgeschichte. Als Dory, die blaue Paletten-Dr. Fischdame, ohne Kurzzeitgedächtnis sich plötzlich wie durch einen Geistesblitz an ihre Familie erinnert, beginnt für sie Nemo und Marlin das größte Abenteuer ihres Lebens. Mit Hilfe einer Reihe ebenso schillernder wie skurriler Persönlichkeiten, allen voran Hank, ein mürrischer Oktopus mit nur 7 Tentakeln, machen sie sich auf die gefährliche Suche nach Doris Eltern und entdecken die magische Kraft von Freundschaft und Familie. Findet Dory ist ein ganz besonderes Unterwasserabenteuer mit viel Herz, Humor, atemberaubenden Bildern und unvergesslichen Charakteren. Ja, und genau wegen dieses mit viel Herz und Humor liebe ich Disney so und auch den Findet Nemo Film einfach und ich freue mich so auf diesen Film. Ich freue mich wirklich und es ist ein Muss-Film, glaube ich. Ein Muss, auf jeden Fall für Disney-Liebhaber. Und wo wir schon gerade bei Disney sind, auch der nächste Film ist ein Disney-Film und zwar Die Schöne und das Biest. Ich habe den, ich wollte gerade den originalen Film sagen, aber ich meine den menschengemachten Schöne und das Biest-Film habe ich tatsächlich im Kino gesehen, den habe ich nicht verpasst. Und da ist mir aufgefallen, dass ich diesen Schöne und das Biest-Film noch gar nicht geguckt habe. Und das kann ja irgendwie nicht angehen, ne? Und vor allem, weil ich ja immer behaupte, ich bin ein Disney-Liebhaber und Fan und so. Und dann habe ich die Schöne und das Biest einfach noch nicht geguckt. Und naja, Disney scheint irgendwie gerade im Angebot zu sein. Für 7,90 Euro konnte ich da einfach nicht dran vorbeigehen. Und ich freue mich schon. Also ich weiß auch nicht, ob ich den Film demnächst gucken werde. Ich werde ihn irgendwann gucken müssen, weil ich ihn einfach, ich glaube, echt noch nie geguckt habe. Oder es ist einfach schon so Ewigkeiten her. Es ist einfach ein Muss. Die Story kennt man natürlich. Ich lese euch jetzt trotzdem vor, worum es geht. Disneys Oscar-prämiertes Meisterwerk Schöne und das Biest erstrahlt den originalgetreuen Glanz als Diamond Edition. Oh, es ist sogar die Diamond Edition. Dieser zeitlose Klassiker voller außergewöhnlicher Musik, liebenswerter Charaktere und jeder Menge Spaß sorgt für zauberhafte Unterhaltung für die ganze Familie.
Belle, eine wunderschöne und kluge junge Frau, gelangt auf der Suche nach ihrem vermissten Vater in das Schloss eines verwunschenen Prinzen, der vor langer Zeit in ein schreckliches Biest verwandelt wurde. Dieser Bann kann nur durch die wahrhaftige Liebe einer Frau gebrochen werden, doch das Biest denkt überhaupt nicht daran, sich liebenswert zu verhalten. Mit Hilfe der sympathischen, verzauberten Schlossbewohner erkennt Belle aber schon bald, dass wahre Schönheit von innen kommt und findet so ihre ganz große Liebe. Also ich finde, die spoilern ganz schön viel. Das ist ganz schön gemein, auch wenn man eigentlich schon weiß, worum es geht. Ist natürlich Disney und Disney hat immer irgendwie auf irgendeine Art und Weise zumindest, die Alten haben immer irgendwie ein Happy End. Ich glaube, ich wage zu behaupten, dass dieser Film einer der wirklich sympathischsten und grandiosesten Nebencharaktere überhaupt hat. Denn die verwandelten Schlossbewohner, das sind natürlich hier die Tasse und der Kerzenständer und wie ich mittlerweile schon weiß, ganz viele andere auch. Und das finde ich einfach so unheimlich toll an diesem Film. Und es kann einfach nicht sein, dass ich diesen Film noch nicht geguckt habe. Aber den Kinofilm habe ich natürlich schon geguckt und den habe ich auch rezensiert. Glaube ich zumindest, dass ich das schon hochgeladen habe. Falls ich das schon hochgeladen habe, findet ihr das auch hier oben irgendwo und natürlich unten in der Infobox. Guckt gerne mal rein. So, ich hoffe, es hat euch nicht verwirrt, dass ihr ganz kurz in der alten Location wart oder in der anderen Location, sagen wir es so. Und bisher sind ja tatsächlich im letzten Monat nur DVDs bei mir eingezogen. Darf ja auch mal vorkommen, ne? Bücher tatsächlich gar nicht. Dafür war ich diesmal wieder in der Buchhandlung. Und tatsächlich war ich das erste Mal wieder in Thalia, als ich neulich mit der Svenja Anfang Mai in Bremen unterwegs war. Und da gab es so einen Krabbeltisch mit runtergesetzten Büchern. Da konnte ich einfach nicht dran vorbeigehen und habe mir dieses Schmuckstück geholt. Den dritten Band der Elfenseele-Trilogie von Michelle Harrison. Ich habe den jetzt leider gerade nicht hier, der liegt bei mir drüben und es ist nicht so einfach dran zu kommen, deswegen habe ich euch den jetzt einfach mal eingeblendet. Ja, es handelt sich um einen dritten Band, deswegen lese ich euch jetzt mal nicht vor, worum es geht. Den ersten habe ich allerdings auf meinem Sub stehen. Den zweiten nicht, aber ich konnte an diesen 5 Euro einfach nicht vorbeigehen. Und Moment. Das Witzige ist, dass ich jetzt gerade den Titel vom ersten Band vergessen habe. Aber ich hoffe, dass der zweite Band auch bei mir einzieht. Svenja und ich haben da möglicherweise ein kleines Tauschpaket geplant. Der zweite Band heißt Zwischen den Nebeln und vielleicht kann ich dann die Trilogie ja mal anfangen. Auf jeden Fall steht jetzt Jenseits der Ferne schon bei mir im Regal und ja, jetzt warte ich nur noch auf den zweiten Band und ja. Danach saß ich tatsächlich nochmal für einige Zeit in der Wildeshauser Innenstadt fest, nachdem ich letzten Freitag in Münster war und mein Papa danach da unterrichten musste. Naja, ich habe die Chance genutzt, war was essen und war danach nochmal in einer Buchhandlung und weil es total geregnet hat, habe ich mich da tatsächlich auch länger aufgehalten und ich hatte glatt mehrere Bücher eingepackt, habe mich dann allerdings zurückgehalten und dachte mir so, nein, ich habe ja noch einen großen Stapel ungelesener Bücher, auch wenn ich halt den ja schon ein bisschen reduziert habe. Letztendlich habe ich mir gesagt, ich gehe nur mit einem Buch raus und dieses Buch ist es geworden. Paper Princess von Erin Watt. Die Versuchung. Das ist der erste Band einer Trilogie. Die anderen beiden Bände gibt es tatsächlich auch schon. Ich war übrigens im Birkers am Markt. Ich glaube, das ist so eine kleine Mini-Buchhandlung, die halt nicht zu einer Reihe gehört, sondern halt ein Privatvertrieb ist wahrscheinlich. Weil es sich hier um einen ersten Band handelt, darf ich euch ja mal vorlesen, worum es geht. Diese Royals werden dich ruinieren. Seit dem Tod ihrer Mutter schlägt sich Ella Harper alleine durch. Tagsüber sitzt sie in der Schule, nachts arbeitet sie in einer Bar. Dann steht plötzlich der Multimillionär Callum Royal vor ihr. Er behauptet, ihr Vormund zu sein und nimmt Ella kurzerhand mit in seine Villa. Aus ihrem ärmlichen Leben kommt Ella in eine Welt voller Luxus. Doch bald merkt sie, dass mit dieser Familie etwas nicht stimmt. Callums 5 Söhne begegnen ihr mit Feindseligkeit. Besonders einer von ihnen macht Ella das Leben schwer. Und trotzdem knistert es gewaltig zwischen ihnen. Ob aus Hass noch Liebe werden kann? Ja, tatsächlich war mir irgendwie so ein bisschen nach ein bisschen Romantik und Liebe und vielleicht ist da ja noch ein bisschen mehr, muss ich mal gucken. Gerade spontan habe ich tatsächlich an 50 Shades of Grey denken müssen oder ich weiß gerade gar nicht mehr, wie heißt das denn im Deutschen? Shades of Grey? Shades of Grey heißt das, glaube ich, im Deutschen nur. Da habe ich gerade irgendwie dran denken müssen. Ich hoffe,
oder ich denke mal nicht, dass es so ganz in diese Richtung geht, aber vielleicht so ein bisschen. Auf jeden Fall habe ich vorher, glaube ich, nur dieses Cover schon mal gesehen. Das finde ich total toll, das glitzert. Und irgendwie war mir so nach Princess und ich meine Paper Princess. Ist ja jetzt auch irgendwie nicht so verkehrt, ne? Auf jeden Fall freue ich mich schon total darauf, dieses Buch zu lesen. Und ich hoffe, das wird irgendwann demnächst mal der Fall sein. Ja, was sagt ihr zu meinen Neuzugängen? Ich würde mich freuen, wenn ihr einen kleinen Kommentar hinterlasst und mir vielleicht auch erzählt, was ihr in diesem Monat neu gekauft habt. Beziehungsweise ich bin ja auch irgendwie noch aus dem letzten Monat mit meinen DVDs, also vielleicht auch, was ihr im letzten Monat gekauft habt. Auf jeden Fall noch ein kurzes Statement zu dieser Location. Die Wand ist gelb. Ich hasse diese Wand. Also ich weiß noch nicht genau, was ich mit dieser Wand mache. Entweder werde ich dann Greenscreen drüber setzen oder ich werde vielleicht dann mein Regal aufbauen. Das muss ich nochmal gucken. Also möglicherweise haben wir da bald Bücher im Hintergrund. Das wäre natürlich auch cool. Und ich sage schon mal Entschuldigung für dieses Licht, für diese Ausleuchtung. Ich muss im Moment mit der Deckenlampe vornehmen, weil ich noch kein neues Licht habe. Also ich wollte mir hier noch so ein neues Licht hinstellen. Aber das ist halt noch nicht da. Deswegen im Moment das Deckenlicht. Sorry dafür. Und das macht diesen Raum natürlich noch gelber, was er eigentlich ist. Aber ich probiere ihn ein bisschen pink und flauschig zu machen. Ich mag pinke Flauschekissen, habe ich festgestellt. Wobei die noch so neu riechen. Ja, aber ich sage jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Falls du noch kein Abo dagelassen hast, darfst du das hier irgendwo gerne machen. Und vielleicht findest du ja noch ein anderes Video, das dir gefällt auf meinem Kanal. Schau doch gerne mal vorbei oder da. Ich weiß gerade gar nicht wo. Tut mir leid. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.